Dutzende Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft haben am Dienstagabend am alljährlichen High Heels-Rennen in Washington DC teilgenommen. Die 37. Auflage dieser Veranstaltung war ganz besonders von der anstehenden US-Präsidentschaftswahl geprägt. Dabei ging hier die Unterstützung ganz klar in die Richtung der demokratischen Kandidatin Kamala Harris. Es geht um Freiheit, wir dürfen nicht rückwärtsgewandt sein und die orangefarbene Bedrohung darf nie wieder in die Nähe von Washington DC kommen. Damit sind wir fertig. Ich denke, viele unserer Themen von Weiblichkeit bis Queerness sind genau die, wofür die Republikanische Partei nicht steht. Daher ist diese Veranstaltung definitiv als Protest zu verstehen. Nach Angaben der Organisatoren hatten sich mindestens 150 Personen für das Rennen angemeldet, dem ein Kostümwettbewerb und eine Drag-Performance vorausgingen. Das Rennen selbst ist mehr Spaß als Sport. Ernst wird es hingegen bei der US-Präsidentschaftswahl. Und dort zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die Ziellinie wird am 5. November erreicht und dann entscheidet sich, ob die Demokratin Kamala Harris oder der Republikaner Donald Trump ins Weiße Haus einziehen werden.